Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, zu dieser nagelneuen Minispiele-Schmacht, wo wir die Super GMI Flex D-World spielen. Und haben wir Bock? Wir haben richtig Bock, also ich wollte nicht, aber Leute, schreibt bitte jetzt in die Kommentare eure Welt, also eure ID, die zu eurer Welt führt, und bitte schreibt eine Beschreibung, also wie viele Level sind das und was denkt ihr, wie lange spielt man daran, also schwer, einfach, easy, leicht, schwierig, und so ein bisschen eine kleine Vorstellungsrunde, und dann spielen wir vielleicht bald in einer Minispielgeschmacht auch eure Welt. Und wenn ihr Welten kennt von Leuten, womit man Clickbait machen kann, also zum Beispiel Domtendo, falls er eine Welt hat, oder Gronkh, oder sonst irgendjemanden, womit man Clickbait machen oder kann. Oder Emero. Emero. Ne, die kriegt sie ja halt. Man kennt sie. Die üblichen Verdächtigen. Die Freundin von Looks Like Link oder so. Ne, dann schreibt's in die Kommentare. So. Ja. Ne? Cole spielt übrigens, ne? Nicht, dass nachher heißt, wer spielt denn eigentlich? Ja, ich spiele. Und ich spiele nie wieder, habe ich mir vorgenommen. Ja. Keine Ahnung. Wollo ist im Ruhestand. Besser ist es. Nein. Aber das sind genau die Level, von denen ich rede. Wenn ich sage, das finde ich immer relativ... Ja, aber es flext die, Alter. Das ist mir ein bisschen zu puppig. Ja, aber das ist halt ein Mario-Level, ne? Guck. Ja, ja, klar. Ja. Mecha-Koopa. Bam. Hast du Mecha-Koopa gesagt, das dachte ich erst, du meinst mich. Ja, das auch. Leute, ich habe Wollo gerade mal die Wahrheit erzählt. Cornel meint, ich komme im Stream-Chat unnötig angespannt. Rüber. Ja, du bist halt einfach, immer wenn Wollo bei mir im Chat was schreibt, denke ich mir so, boah, er ist schon wieder am Meckern. Überhaupt nicht. Doch. Ich weiß noch, die letzten Male war ich, vorletztes Mal, war ich super high und gut drauf. Super. War mega high und gut drauf. Und überhaupt nicht irgendwie unentspannt oder gemein. Und gestern auch nicht. Hattet gestern und vorgestern scheinbar. Keine Ahnung. Der wird dann wieder völlig falsch eingeschätzt, ne? Ich hasse das. Ja, aber kann ich. Nur weil ich nicht jedes Mal den lachenden Smiley mit weinenden Augen. Ja, posten, der fehlt halt. Ne? Das ist halt ein Sympathieträger, der Smiley. Ne, du bist kein Sympathieträger, das ist halt das Ding. Es haben schon super viele Leute zu mir gesagt, sympathisch kann man sich mit unterhalten. Ja? Ja. Dann lass ich jetzt einfach mal so stehen, ne? Mhm. Ja, das war doch ein gutes Level. Ja, mega spannend, aufregend. Ich bin auch ganz, ich zittere. Ne, vielleicht machen wir noch eine zweite Welt danach. Ja. Wir müssen mal gucken. 5 Level sind das? Da war jetzt so eine 5-Level-Welt, ja. Ne, wir haben natürlich hier bei 5 Leveln gehofft, dass sie ein bisschen knackiger sind, aber ich meine. Stellt man da eigentlich selber die Lebensanzahl ein? Ja. Weil, ne, bei die LPM haben wir mit 99 Leben gestartet. Ja, kann man selber einstellen. Die startet man mit 10. Ja gut, daran kann man wahrscheinlich auch schon erkennen, wie schwer das wohl wird. Ja, aber das kann man vorher, glaube ich, nicht sehen. Ja, ja, klar, aber du kannst dann, also wenn du dann drin bist, das kann man wahrscheinlich schon einschätzen, so wird das jetzt schwierig oder wird das leicht? Mhm. Aber, keine Ahnung, ich bin halt so bei Mario Maker, also mir macht tatsächlich Mario Maker Spaß, ne, vor allen Dingen jetzt mit den Welten. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil dadurch hast du halt einfach immer so ein kleines, abgeschlossenes Ding. Das kannst du machen, dann bist du durch. Und, keine Ahnung, ich habe halt bei Mario Maker, ich finde es halt einfach nice, wenn man halt Level abgeschlossen hat. Das ist für mich so eine Sache, wo ich mir denke, nice. Ja? Fertig. Hm. Deswegen. Ja, weiß ich nicht, ich bin im Moment, also aktuell bin ich nicht so sehr Mario Maker Hype. Also muss halt schon, wenn dann irgendwie so was Kaizo-mäßiges sein, ansonsten... Lässt es mich halt relativ kalt. Ja, ich hab einen. Ich mach's gar nicht sagen. Ich will auch nicht Leute jetzt hier auf eine falsche Fährte locken, die sich dann auch so denken: Halt ich recht, merke ich's auch gerade. Ne? Man kennt das ja. Das Klirren, das Clear-Geräusch ist nämlich hier gerade, wenn jemand dieses Level hier sieht, wie Korn das spielt und denkt sich: Ja, das ist echt eigentlich nicht so aufregend. Ne? Eigentlich geil. Kann ja gar nichts passieren. Ja, aber kann halt. Nee, da passiert ja nichts. Wieso? So eine schöne Idee hier. Guck, zack, scheiße. Das wurde ich getroffen. Naja, aber es ist doch eine gute Idee, was er hier gemacht hat. Mit dem fahrenden Ding. Ja, aber es ist doch auch nicht spektakulär. Ist ja, einfach... spektakulär ist halt, ne, du immer hier... Was heißt noch spektakulär? Ich will halt Crazy Jumps und so sehen.
Ja, aber da habe ich ja auch Spaß dran. Wo sich jemand Mühe geben muss, um das Level zu schaffen, ne? Weißt du? Ich bin das auch. Das ist das, was ich gerne sehe. Wenn ich halt sehe, wie du da einfach durchgehst, weil es Baby einfach schwierigkeitsgradmäßig ist, dann. Ja, aber so gehe ich halt auch durch FMB3. Das ist, so ein persönliches, ne? Ist halt, wie gesagt, auch ein persönliches Ding. Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch gut verstehen, wenn Leute sagen, nö, normales Mario-Level macht mir Spaß, finde ich gut. Macht ja auch Spaß, klar, aber so, ich has. Ja, ja. Das ist meiner. Ich habe auch das Problem, ich habe ja auch, keine Ahnung, ich bin auch jemand, der hat schon 800.000 Stunden Mario gespielt, ne? Vermutlich. Und was... Der Normal-Casual halt nicht, für den ist es dann cool. Was man halt auch sagen muss, ist, habe ich jetzt... Was wollte ich nochmal sagen? Was hast du gerade gesagt? Ach so, die Sache ist halt, dass es auch immer... Es ist halt immer ein schmaler Grat bei Mario und auch bei Mario-Leveln. Was auch dann diese Maker-Sachen so schwierig macht, weil es ist halt auch immer ein schmaler Grat. Ich hab, wie ich ja, eigentlich... Ist generell. Generell gibt es einen sehr schmalen Grat zwischen es ist schwierig, motiviert aber trotzdem weiterzumachen und es ist schwierig, es kotzt mich einfach nur an. Jetzt kotze ich zum Beispiel, weil es dunkel ist. Und ich hasse dich dafür, dass du das, genau. Das Level so... Gibt ein paar Spiele, die das halt richtig gut machen, also das sind mittlerweile auch Spiele, die für mich halt piss einfach sind. Aber so ein Donkey Kong Country Returns K-Level zum Beispiel. Das ist super geil, ey. Super gutes Beispiel für, weil beim ersten Mal, oder die ersten Male, wenn du das spielst, brauchst du halt ewig und es ist halt auch echt schwer. Aber dir wird nicht dabei langweilig. Richtig. Du machst es halt gerne immer und immer wieder. Und dann gibt es halt wieder so Mario Maker-Level, die sind einfach nur unfair gefühlt. Wo du sofort an dem Punkt bist, nach zweimal spielen, okay, skipp ich, weil. Das ist ja nur dumme Scheiße. Ja. Und bei den K-Leveln ist zum Beispiel auch so, dass wenn du sie dann besser kannst und da gut durchkommst, dann ist der Flow halt einfach so geil. Ja, das ist halt super Spaß. Der Flow muss halt stimmen in so einem Level. Ja. Hier stimmt der Flow zum Beispiel gerade überhaupt nicht. Ja, es ist weniger schlimm, als man. Ist halt einfach nur belastend. Ja, aber es ist tatsächlich weniger schlimm, als ich im ersten Moment gedacht habe, weil man noch einigermaßen gut alles sieht. Es ist halt trotzdem piss einfach, aber ja. Du kannst halt nicht so schön da durch. Ach, keine Ahnung, ich liebe das halt, wenn man durch solche Level einfach so durchjumpt und. Deswegen mag ich Speedrun-Level ganz gerne. Ja, Speedrun-Level sind einfach das Geilste. Ja. Ne, aber das ist aber auch bei diesen Kaizo-Sachen so. Also zumindest die Kaizo-Sachen heutzutage. Ja. Ne, also bei diesen Kaizo-Leveln, die sind halt auch. Das motiviert einfach, weil zu Beginn, du brauchst ewig. Aber die Level sind immer eigentlich so konzipiert, dass du da mega durchflowen kannst. Bei so einem Speedrun siehst du es dann immer, wie die Leute da durchgehen. Es ist einfach so, oh, so befriedigend, das zu sehen. Und das macht auch zum Spielen so viel Spaß. Mhm. Würde dir auch so viel Spaß machen, Korn. Das wäre voll dein Ding. Ich bin ja jemand, der... Ich bin immer noch an dem Punkt, spiel mal bitte Baby Kaizo. Es würde dir so viel Spaß machen. Ja, ich weiß. Mach ich demnächst mal. Machst du eh nicht. Doch. Ich würde halt lieber gerne Mario Maker spielen, deswegen, ich bin so ein bisschen irritiert, dass es nicht... Das Ding ist halt, wenn du es dann in Super Mario World spielst, wirst du sagen, okay, das ist doch schon viel geiler als in Mario Maker. Es ist geiler, ich sag's dir. Ja. Aber es ist halt die SMB-Steuerung und so macht einfach mehr Spaß als die Mario Maker-Steuerung. Ja, das mag sein. Es ist halt für mich, ich spiele halt lieber, also ich habe halt nicht so viel Bock auf Emulatoren und weil es einfach... Ja, ich habe es halt immer auf dem SNES Mini gespielt, ne, aber... Ja, das geht, wie kann man... Emulator geht zur Not auch. Dass man Baby Kaizo überhaupt auf dem SNES Mini spielen kann, überrascht mich. Kannst du es auf dem SNES Mini spielen, ja. Kannst auch Grand Poo World auf dem SNES Mini spielen. Sagt dir nichts, ne? Nee. Ist halt nur wo so ziemlich der bekannteste Kaizo-Hack. Grand Puber 2. Kennst du Grand Puber nicht? Nee. Glaube ich, aktuell der bekannteste Mario-Spieler der Welt. Echt? Mal so sagen. Ja, der spielt halt auch Mario Maker und ja, wieso bin ich Kaizo das Sachen. Also der spielt halt nur Kaizo, ne? Okay. Also wenn du tatsächlich erfolgreich mit Mario werden willst, musst du eigentlich Kaizo-Sachen spielen. Ja, wie gesagt, ich war ja auf der Suche. Keine Ahnung, es gibt ja so gewisse, also es gibt ja so eine Szene von guten Maker-Bauern und so und ich... Und ja, die ganze Twitch Grand Poo World Szene da, wie Barbarous King und
Yippie-Pega, wollte ich gerade sagen. Panga. Ja. Und die ganzen Heinis, die machen ja alle die guten Mario Maker Level. Also die, aber die, die musst du dann aber auch 20, 30 Stunden grinden, die Level, bis du es schaffst. Ja, aber wo finde ich die denn? Das, also ich. Es muss auch irgendwo eine Auflistung geben oder ein Forum, ja, wo sowas gepostet wird. Ich habe zum Beispiel mal ein Level von Barb gespielt. Den Terminator. Den habe ich auch geschafft, aber hat so viel Spaß gemacht, ne? 6 Stunden am Stück Terminator spielen, hat so viel Spaß gemacht. War Spaß meines Lebens. Dann gibt man einfach ein bei Google. Barbarus King Mario Maker 2 ID. Barbarus King Level ID ist Mario Maker 2 Reddit. So, dann haben wir das hier. Zum Beispiel der Terminator ist hier schon direkt. Und dann gibst du das ein und dann hast du ja den Maker und dann hast du alle Level von denen. Also muss ich heute mal den Terminator spielen, ja? Also der Terminator, wenn du den Terminator 1 spielst, wäre mega stark, weil das habe ich nämlich auch schon mal gemacht. Ich will gucken, ob du es hinbekommst. Ist tatsächlich ein Super Mario 3D World Level. Oh geil. Der 3D World mag ich mega gerne. Ja, ich nehme mich auch. Das dachte ich mir auch, das habe ich dann vorher gesehen. Bei Trihex und das sah mega cool aus. Trihex? Das ist der Bruder von Trimax. Kennst du Trihex nicht? Alter, du kennst gar nichts. Das ist echt krass. Nee, ich kenne wirklich gar nichts. Aber ich bin halt auch, ich gucke halt so. Ich habe halt zum Beispiel momentan richtig viel Bock, Civilization zu gucken. Und das sind halt immer so 6-Stunden-Streams, ne? Und davon gibt es so gefühlt 300.000. Das heißt, echt? Ich kann gar nicht so oft leben, wie ich gerne Civilization-Content gucken möchte. Ne? Und dann möchte ich das ja auch am liebsten auch noch selber spielen. Geil. Alter, ich bräuchte. Das muss aber geil sein, wenn man so viel Content-Auswahl hat. Das habe ich nämlich nie. Ja, aber das Problem ist, ich kann es nicht richtig genießen, weil ich kann ja nicht 6 Stunden Civilization gucken. Das heißt, ich gucke Videos ja immer so als Beiwerk und Civilization ist zu komplex. Ja, da kriegt man was nicht mit, ne? Ja, ich kann dann nicht richtig folgen und das ist halt, ne, weil das bei... Das kann ich nachvollziehen. Bei Civilization gibt es dann ja auch so eine Szene, ne, die auf höchster Schwierigkeit spielen. Ne, und da habe ich natürlich, habe ich halt auch Bock drauf. Ich habe jetzt zum ersten Mal ein Spiel auf der allerhöchsten Schwierigkeitsstufe gewonnen in Civilization. Aber da habe ich auch mit gewissen Vorteilen gespielt. Ist natürlich trotzdem noch gut, weil du startest in Civilization, ja, das sind ja immer mit Städten, ne? Und wenn du startest, hast du eine Stadt und die Gegner haben schon 3 Städte im Grunde direkt von Anfang an. Und haben halt ein paar Boni. Aber ich hatte halt, ich habe auf einer Map gespielt. Guck mal. Ich habe auf einer Map gespielt mit 2 Kontinenten, ne? Und ich kann dir sowieso nicht folgen, weil ich keine Ahnung von Civilization habe. Aber ja, ruhig. Diese Map war so angelegt, dass alle auf einem Kontinent starten und es gibt noch einen 2. Kontinent, den man dann entdecken kann mit der Zeit, ne? So, das heißt, auf dem 1. Kontinent ist halt alles eng und auf dem 2. ist ganz viel Platz. Und ich habe mit einem Volk gestartet, das direkt schon im Wasser startet. Das heißt, normalerweise musst du halt erst ein bisschen Zeit verbrauchen, bis du übers Wasser schwimmen kannst, ne? Und ich konnte aber von Anfang an mit Schiffen schwimmen und konnte dann halt von Anfang an auf dem komplett freien Kontinent starten. Das heißt, ich hatte keine Gegner in der Nähe, ich hatte ganz, ganz viel Platz und ganz, ganz viele Möglichkeiten für gute Städte. Und damit habe ich dann halt quasi das gewonnen. Ja, machen wir noch den Japaner hier mit 472.000 Herzen. Ja, mach mal, dann werden wir feststellen, dass du nicht weißt, wie das Level geht und dann ist es vorbei. Guck mal, darauf wird es auch hin auslaufen. Wie schön das aussieht. Ja. Da hat sich Mühe gegeben. Und deswegen, da investiere ich ja momentan viel Zeit nebenbei rein. Ne, wenn ich dann so ein Video schneide, gucke ich das, aber da kriegt man halt nicht genug mit. Deswegen. Als ich heute Morgen die ganzen, ich dachte, da kommt was raus. Als ich heute Morgen die ganzen Videos eingestellt habe und so, habe ich zum Beispiel eine 40-Minuten-Tierliste geguckt. Okay. Aber halt super geil. Was war das für eine Tierliste? Ja, von Gebäuden in Civilization. Also von... Ah, mein Gott. Von den Wundern. Nerd. Ja, bin ich ein bisschen, ja. Ein bisschen. Okay. Ach so, ich verstehe. Voll dumm. Ja, schön gemacht. Ein langweiliges Level. Ja, ist halt super langweilig, aber ist halt ganz schön gemacht.
So vom Grafischen her. Mit diesem Kleeblatt, was da so kaputt geht jetzt mit jeder ja, Tür. Ja, das schon, aber am Ende... Ist es Gameplay-technisch? Am Ende ist es Gameplay-technisch, hat das für mich immer keinen Mehrwert. So. Nee, es ist jetzt nicht... Ich will halt, ne? Ihr habt ja gerade erfahren, was ich eigentlich sehen will. Und das ist halt überhaupt nicht das, was ich möchte. Ist nicht das Krasseste, was es jetzt so gibt. Aber... Muss man auch noch warten. Verstehe ich nicht mal, was man will. Ach so, ja, ich verstehe es. Warten ist halt das Ding, ne? Boah. Ich hoffe, die Level sind nicht alle Rätsel-Level. Oh Gott, bitte nicht. Das ist bestimmt. Nein, ich denke doch, nicht. Doch, das sind 5 Rätsel-Level, Cornel. Nein, dann machen wir noch was anderes. Wenn das nächste auch ein Rätsel-Level ist, dann changen wir nochmal. Aber hier, guck mal, guter Boss. Das hatte sogar ein bisschen Gameplay. Ne, man muss ja auch bam. Ja, wie gesagt, grundsätzlich auch ganz hübsch, aber das ist immer ist nicht so das, was ich mir wünsche. Guck mal, ein Herz, extra für dich. Ist kein Herz, ist ein Piranha. Piranha-Pflanze. Meinst du? Soll das sein? Ja, das ist doch kein Herz. Hast du mein Herz gesehen? Nee. Ich weiß nicht, wie das mit dieser Liebe funktioniert. Ja, deswegen. Hätte auch ein Herz sein können. Guck mal, da oben war jetzt ein Herz. Ja, und da stand Danke. Da stand THX. Ja. Ja, war ein süßes Level. Ne, ein süßes. Komm, ein süßes Schneelevel. Nice. Du magst auch Schneelevel, oder nicht? Tatsächlich ja, sehr gerne. Warum denn? Klassisch gegen die Zeit. Oh, das klingt gut. Oh, ein Speedrun-Level. Ja, 500. Okay, sieht aus wie ein Speedrun-Level. Ja, aber ist trotzdem so ein Level. Das könnte, guck mal, das sieht doch... Sieht nach einem gewissen Flow aus. Ach oh, du so. Bist so dumm. Kann man so dumm sein? Ich dachte, ich muss... Wie kann man denn so dumm sein? Ich glaube, ich muss die aktivieren. Nee, warum solltest du die aktivieren müssen? Wenn ich da sonst nicht unten drunter durchpasse, guck. Ach so. Die müssen sich bewegen. Ja, mega dumm. Oh Gott. Und da muss ich schnell genug sein, um... Oh Gott, ich nehme alles zurück. Das ist ja schrecklich. Wenn du dich duckst? Kann man sich jetzt kleiner Mario hier so ducken? Ah. Guck mal. Ja, okay. Hey, ich wusste, mir war nicht ganz bewusst, dass man sich hier in dem Game ducken kann. Ja, du hast ja erst 1005 Stunden oder so in dem Spiel. Allah, guck mal. Ja, das ist so ein geiles Level. Ja, Leute, wie gesagt, schreibt eure Welten rein, ne, mit schöner Beschreibung, aber seid auch darauf gefasst, ne, ich sag's euch so, wie es ist, wenn wir die spielen, die sind scheiße, ne? Wir sind kritisch. Wir beleidigen euch. Also da müsst ihr mit leben. Ja. Das meinen wir auch nicht böse, ne? Also nicht direkt. Das ist halt. Nicht euch als Mensch gegenüber, aber euch als Level Maker ja. gegenüber. Das ist halt ein brüderliches, Alter, das ist richtig scheiße, du Affe. Aber wir loben euch natürlich auch, wenn es geil ist. Weil ich glaube, Let's Play Markus kommentiert seitdem Spielespacht nicht mehr bei uns. Doch, er hat kommentiert. Also er hat auf jeden Fall... Ja, aber seitdem nicht? Weiß ich nicht. Hat er sportlich genommen oder nicht? Doch, Markus. Grüße gehen raus, Christian. Aber er hat nichts... oder kommt das noch in dem Video? Nee, es war, glaube ich, schon, oder? Wo wir darüber geredet haben, wie er mal kommentieren soll. Wo wir ihm Tipps gegeben haben fürs Off-Topic-Kommentieren. Haben wir in keinem Video. Das hast du ihm im Stream gegeben. Nein, darüber haben wir geredet. Wir haben doch gesagt, über die Babygeschichten. Jetzt kommt bestimmt erst ja. noch, oder? Boah, keine Ahnung, wo wir das sagen. Leute, ihr habt kein. Wir sagen so viel, ey. Das ist verrückt. Das mit den Kindergeschichten wäre halt super, aber ich habe keine Ahnung, wo wir darüber geredet haben. Wahrscheinlich. Das Witz, ne? Hä? Ich hätte jetzt getippt auf Crash. Ja, doch, aber könnte sein. Crash nicht war. Ja, doch, das war Crash. Das ist vielleicht in New Super Mario Bros. Nee, müsste Crash gewesen sein. Dann hat er das nicht kommentiert. Ach so, ich muss... Der Crash einfach nicht geguckt. Warte, ist das ein bisschen hoch? Ah, das war gar nicht... Schon wieder ein Rätsel. Ja. Jetzt? Ach so. Ach so, in die andere Richtung. Nee. War das, ach, das war hier vorher zu. War das ja, zu? Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ja, auch nicht. Okay. Oh. Ah, okay, ja, das ist ja easy.
Ja, alles gut. Bei so Rätseln-Leveln finde ich am wichtigsten, dass sie nicht so ewig lang sind. Das ist allerschlimmste an solchen Leveln, wenn die einfach Ewigkeiten gehen. Ne, 500 Checkpoints und du denkst ja einfach nur, Brudi. Aber ich finde es komisch, dass man... Ich wusste, diese Spielmechanik kannte ich gar nicht. Welche? Ja, hier, ich kann ja hier nicht rauslaufen, obwohl das ja eigentlich... Aber ich kann hier rausgedrückt werden. Tja. Verstehe nicht ganz. Ich habe doch keine Ahnung. So. Ich habe doch... Hätte ich den Wolosu-Kanal durchgezogen, dann wüsste ich jetzt alles über Mario Maker. Ja, dann hätte ich meine 18.000 Gameplay-Levels da hochgeladen. Das wäre so geil gewesen, ne? Nee. Ich hätte für jedes ein Thumbnail machen müssen. Das wäre es nicht wert gewesen. Ja. Das wäre es doch echt nicht wert. Ich sag dir so, wie es ist, Wolo, in dem Moment, wo ich meinen Job kündige, ne? Mhm. Da werde ich bestimmt den Wolosu-Kanal groß machen. Ja? Ja, ja. Wie war das noch mit 10.000 Checkpoints, die man nicht will? Ja, hier ist ja nach jedem Raum. Wenn das letztlich noch 10 weitere Räume sind, dann kann ich damit leben. Kannst du die nicht auch, wo kannst du sagen, kannst du die nicht auch kaputt machen? Naja, hab ich nicht gesehen. Tududu. Ah. Der Boss. Ja, aber erzähl mir mal von der Mario Maker Szene. Wie viele gibt's denn da? Keine Ahnung, wie viele es da gibt, schon einige. Also du kannst, also du, ich kann nicht tot spammen mit Kaizo Leveln. Ja, gibt also es... Ich kann dir locker 500.000 Stunden Content liefern. Gibt es denn nur Kaizo Level oder gibt es auch schwierige Speedrun Level oder so? Oder sind das auch Kaizo Level? Das ist dann auch Kaizo. Hm. Ja, guck dir den Terminator einfach mal an, mach den mal. Den würde ich halt noch schwierigkeitsgradtechnisch als lösbar ansehen. Und wenn dir das Spaß macht, dann kannst du ja mal weiter gucken. Das Problem ist halt, dass ich diese ganzen Spezialsprünge lernen muss, ne? Welche Spezial? Also, was du beim Terminator auf jeden Fall können musst, ist der Wirbelsprung. Ja, gut. Ne? In 3D-World. Das ist ja einfach nur nach oben und Schultertaste, oder nicht? Ja, irgendwie so. Den musst du auf jeden Fall richtig einsetzen können. Ja. Und ansonsten musst du nichts. Ja, gut, Shell-Jump wäre nicht schlecht, ne? Aber in dem Level muss man keine crazy Shell-Jumps machen eigentlich. Muss halt nur sehr schnell sein. Hä, wie springt man nochmal vom... Ah. Mit A. wie springt man nochmal? Ah, okay, das... Man muss einfach fucking das gleiche Level nochmal mit... Nee. Doch. Nur, dass da diesmal Segen und so sind. Nein, du musst es timen. Was muss ich denn hier timen? Hier aber nicht, spring einfach. Oh, ah. Okay, das konnte man jetzt nicht ahnen, aber... Ja, doch, im Grunde schon, weil es gab nämlich vorher noch keine Schwierigkeit. Nee, das ist ein Timing-Level. Du musst immer timen, damit du durchkommst. Auch nicht so schlecht. Cool. Ja, Wolo ist ein Hater. Ich spiel's halt gerade nicht. Wenn ich spielen würde, würde es mir vielleicht Spaß machen, aber so... Finale. Ja, nee, das ist eine coole Level-Idee. Das ist ganz nice. Okay, das könnte jetzt ein bisschen nervig werden. Okay. Das war sehr fair. Digga! Da sind zwei Herzen! Guck mal, deswegen hat er so viele Herzen. Weil der immer Danke am Ende geschreibt und alle denken so, oh, was denn? Das ist ein Japaner, der ist höflich. Ja, ja. Naja, von mir kriegst du keine Herzen. So mit den Vorurteilen zu spielen. Nämlich kein höflicher Mensch. Guck mal, da sind über 999 Leute gerade in dem Finale. Das glaube ich gar nicht, weil da immer irgendwie, keine Ahnung, das gleiche stand. Bei den LBM-Leveln waren wir zweimal gespielt und da waren jedes Mal gleich viele Leute in den Leveln. Ich glaube nicht, dass das die aktuellen wirklichen Zahlen sind. Du bist ein Hater? Glaube ich nicht. Also bist du so. Mit Hater nichts zu tun, aber ich doch schon. Glaube tatsächlich, dass das nicht stimmt. Kommt mir komisch vor. Hey, was ist das denn für... Ja. Ach so, da sind wahrscheinlich... Ja, okay. On- und Off-Switches unten. Nice. Guck mal, das ist doch jetzt ein schöner Part, ne? Wenn wir den gleich durch haben. 25, 26 Minuten.
Und dann, das ist so eine gute Sache. Deswegen, Leute, das waren jetzt 10 Level, ne? Das heißt, wenn eure Welt 10 Level hat, dann müsstet ihr auf diesem Schwierigkeitsgrad sein. Oder wenn es viel einfacher ist, dann brauchen wir mehr, ne? Noch einfacher? Wenn es viel schwieriger ist. Wie das überhaupt? Weiß ich nicht genau. Aber wenn es schwieriger ist, brauchen wir natürlich ein bisschen weniger Level. Im besten Fall. Aber kann natürlich auch mal eine... Es darf halt auch länger dauern. Wollte ich gerade sagen. Stunde insgesamt, ne? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist nicht ein Problem, aber... Kann natürlich... Die Videolänge das kann... Das spiele ich einfach. Dann, wenn es schwierigere Level sind, dann spiele einfach ich. Dann kommen wir da auch gut durch. Lass den weiter träumen, den Mann. Auch im Alter braucht man... Ist ja nun mal so. Auch im Alter braucht man noch Träume. Ne? Ja, ja. Das ist wichtig. Das geht jetzt ganz schnell. Ja, hallo. Okay. Was hat es eigentlich mit den Schlüsseln auf sich? Muss man die einsammeln? Ja, die aktivieren irgendwie diese... Oh, ah. Können wir es aktivieren? Ja, ich verstehe es auch nicht genau. Ich verstehe die Mechanik dahinter auch nicht. Aber das denkst du nur. Nein! Die aktivieren diesen Mechanismus, dass dann die Schalter aktiviert werden, die On-Off-Schalter. Ja. Mhm. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, außer die zwei Rätsel-Level, ne, die waren ein bisschen nervig. Also die waren ein bisschen langweilig, also sehr langweilig. Waren das auch 3 gute Level. Hat Spaß gemacht. Leute, wenn ihr mehr Mario Maker sehen wollt, dann hoffe ich, dass das jetzt hier ein paar Leute geguckt haben und lasst da einen Daumen nach oben da. Ich muss das vor dem alten, grausigen Mann da rechtfertigen, dass ich das spielen darf. Mhm. Ja? Und wie gesagt, schickt eure Welten in die Kommentare. Wollo, ich danke dir. Haut rein. Ciao.